Hey Leute und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute geht es um ein Thema, das uns tatsächlich alle bewegt, nämlich Call of Duty Modern Warfare 2023. Ich bin euch hier, um die Eindrücke als ganz normaler, durchschnittlicher Spieler mitzuteilen. Kein Pro-Gamer, kein High-Level-Stratege, einfach nur jemand, der gerne ballert und COD spielt. Aber bevor wir jetzt in die Details eingehen, will ich euch ein paar Beispiele von großen Streamern geben, die ihr ja wahrscheinlich alle kennt. Ich rede da von Stylers, dieser King Phil, Wincoop, Raptor, Haptic, Gustav Gabel und wie sie alle heißen. Die spielen das Spiel auf einem ganz anderen Level und heute geht es tatsächlich darum, das aus der Sicht eines Casual-Spielers mitzuteilen. Wie fühlt sich das Spiel für jemanden an, der nur abends Zeit hat zum Zocken, nach der Arbeit, nach der Schule und jetzt auch gar keine Lust hat, irgendwie stundenlang in mega Grind zu verfallen und immer besser zu werden, denn das sind tatsächlich die allermeisten Spiele. Ich habe die letzten Tage intensiv gezockt. Ich habe weit mehr als 26 Stunden Spielzeit mittlerweile. Das bedeutet ca. 5 bis 6 Stunden am Tag, wo ich nicht unbedingt stolz drauf bin. Und deswegen kann ich mittlerweile ein echt gutes Feedback für MW3 2023 geben. Bevor wir über die negativen Punkte sprechen, reden wir erstmal über die guten Punkte, denn die überwiegen, meiner Meinung nach. Punkt Nummer 1. Das Spiel hat einen riesen Suchtfaktor. Ja, und das ist was ich mir lange gewünscht habe, denn die letzten Jahre kam auf dem Gaming-Markt nicht so viel raus an Spielen, wo ich sagte, das ist es, da verliere ich mich drin. Ganz egal, wie die Spiele hießen. Und ja, jetzt habe ich in 6 Tagen 26 Stunden und das als Casual-Gamer, als niemand, der High-Kills macht, als niemand, der da irgendwie in 75 Stunden die Interstellar-Tarnung freigeschaltet hat, sondern als ganz normaler Spieler verliere ich mich echt in der Action, die dieses Spiel zu bieten hat. Und das ist schon mal grundsätzlich was, wo ich sage, okay, das muss ein positiver Punkt sein. Denn ich bin jemand, der nicht so anfällig ist für Suchtspiele. Ja? Ich bin schnell jemand, der die Lust an Spielen verliert, egal wie gut ich sie tatsächlich finde. Und bei Modern Warfare ist es nicht so. Also ich kann kaum erwarten, dass dieses Video zu Ende ist und nicht weiterzocken kann. Punkt Nummer 2, was ich wirklich gut finde, auch für Casual-Spieler wie mich sind Fortschritte erreichbar. Auch ein ganz normaler Spieler mit einer 08er KD kann Goldtarnungen freischalten. Und wer Goldtarnungen freischalten kann, kann Platin-Tarnungen freischalten. Wer Platin-Tarnungen freischalten kann, kann die Unbezahlbar-Tarnung freischalten und damit auch Interstellar. Das heißt also, es ist für jeden Einzelnen von euch da draußen möglich, das zu machen. Und das sagen zwar alle, auch in anderen Zusammenhängen, dass ja immer alles möglich ist, aber ich rede davon, indem man einfach nur abends ein, zwei, vielleicht auch mal 3 Stündchen spielt, bevor man ins Bett geht, ist das machbar. Ja, es geht ja nicht darum, irgendwelche Weltrekorde zu brechen und dass das als erster Deutschland, Europa weltweit zu schaffen, sondern es geht darum, das irgendwann mal zu schaffen. Und dieses Ziel ist absolut realistisch für jeden ganz normalen Spieler. Für mich ein absoluter Pluspunkt. Es gibt keine unerreichbaren Ziele, welche ja schnell mal die Lust am Spiel nehmen. Von daher absoluter Pluspunkt. Punkt Nummer 3 ist das, wo sich wahrscheinlich die Geister scheiden. SBMM, also Skill-Based Matchmaking. Ich finde es absolut nicht schlimm. Ich finde es sogar gut. Jetzt steinigt mich nicht dafür, aber ich kann es immer nur aus meiner Warte betrachten. Mit einer 08er KD, ich komme in Lobbys, wo ich auch mal alles kurz und klein schieße und mich frage, was machen die Gegner eigentlich hier? Was stehen die nur rum? Und dann gibt es natürlich auch Lobbys, wo ich komplett auseinandergenommen werde und gefinisht werde und hast du nicht gesehen. Das ist also ein bisschen wie ein Glücksspiel. Aber das ist ja genau das, was wir uns eigentlich alle wünschen. Das bedeutet, es gibt solche und solche Lobbys. Normalerweise, und das ist ja so, was alle kritisieren, glauben alle, mit einer 08er, 09er, 1er KD kommst du auch nur in Lobbys, wo der schlechteste Spieler 08er, 09er, 1er KD hat und du gar keine Chance hast, ein Spiel zu gewinnen. Das ist Quatsch, meiner Meinung nach. Absoluter Quatsch. Das Skill-Based Matchmaking, meine persönliche Meinung, in Modern Warfare völlig in Ordnung. Auch die Mates, mit denen ich zocke, habe ich noch nie jemanden jammern gehört, dass es irgendwie nicht machbar ist. Wie gesagt, es gibt manchmal Runden, wo wir auseinandergenommen werden. Mein Gott, ist halt so. Und dann gibt es aber auch mindestens genauso viele Runden, wo wir echt oben auf sind. Von daher alles easy. Pluspunkt von meiner Seite. Punkt Nummer 4, was ich wirklich gut finde, ist das System, um Waffen zu leveln. Denn es ist nicht so kompliziert, wie es im Jahr davor war. Erinnert euch, um Waffe C spielen zu können, musst du Waffe Y erstmal freigeschaltet haben. Um Aufsatz Z spielen zu können, musst du Aufsatz E erstmal in Level 23 gespielt haben und so. Das ist alles Quatsch, das gibt's hier nicht mehr. Das allermeiste machst du mit dem ganz normalen Fortschritt, indem du einfach nur eine Waffe spielst und levelst. Einige verschiedene Perks und Aufsätze musst du durch Daily Challenges machen. Das wurde von vielen Content-Creatern kritisiert. Ich find's völlig easy und völlig übersichtlich. Weil es gibt nichts Einfacheres, als sich eine Challenge auszusuchen, die fein säuberlich aufgelistet ist. Da steht, tust du das, bekommst du das.
So, und die Daily Challenge ist auch echt einfach. Bei der Daily Challenge geht es meistens darum, mach 3 Headshots, mach 20 aus taktischer Haltung und mach dies und mach jenes. Es ist wirklich easy und meistens hast du es in einer Viertelstunde erledigt und du hast direkt den Aufsatz oder die Waffe, die du spielen möchtest. Von daher, klarer Pluspunkt, absolut easy. Letzter Pluspunkt von meiner Seite ist was, wo ich jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer lege, nur meine persönliche Erfahrung. Die Performance des Spiels scheint besser zu sein. Bei Modern Warfare 2, aber auch bei Warzone und so weiter und so fort, früher war es so, dass ich Mühe hatte, 100-120 FPS zu erreichen. Und das, obwohl ich ein echt gutes Setup habe. Da findest du übrigens auch einen Link in der Videobeschreibung. Und jetzt ist es so, das seht ihr auch in den Videos, dass ich irgendwo zwischen 150 und 200 FPS unterwegs bin. Und meine Grafikkarte deutlich kühler ist. Das heißt also, sich irgendwie um die 70 Grad bewegt. Das war vorher immer bei Anschlag Maximum 85 Grad. Bedeutet also, ohne was am Setup verändert zu haben im Vergleich zu den letzten 1-2 Jahren, macht das Spiel einen schlankeren Fuß auf deinem Rechner, was ich absolut gut finde. Aber das habe ich auch noch bisher von keinem anderen gehört. Das musst du für dich selbst überprüfen, ob es tatsächlich so ist. Kommen wir zu den Negativpunkten. Auch da gibt es leider ein paar. Punkt Nummer 1 und für mich auch gleichzeitig der größte Negativpunkt ist die Preisgestaltung. Du zahlst für diesen Titel 70 Euro mindestens. Und für was zahlst du das? Es ist eigentlich nur ein Remake. Modern Warfare 3 2023 bietet nur Dinge, die es schon mal gab. Maps, die es schon mal gab, Waffen, die es schon mal gab, Movement, das es schon mal gab. Bedeutet, du bezahlst 70 Euro für ein Remake, das finde ich nicht angemessen. Alles, was das Spiel aktuell bietet, gerade Side-Canceling und so, was wieder zurückkommt, oder auch die geilen Maps, ist ja was, was wir uns gewünscht haben. Einerseits, andererseits sind die Entwickler bei Activision und wie sie alle heißen, jetzt nicht unbedingt ins Schwitzen gekommen, wenn es darum ging, neuen Content zu kreieren, sondern sie haben einfach nur das, was es schon gab, ein bisschen schöner gemacht. Nach all dem, was Call of Duty uns in den letzten Jahren angetan hat, hätte ich persönlich einen Preis von 20, maximal 30 Euro als fair empfunden. Erstens ist das ein angemessener Preis für ein Remake. Zweitens wäre das eine schöne Geste gewesen für all das, was wir die letzten Jahre schlucken mussten. Oder wie findet ihr das? Punkt Nummer 2 der Negativaspekte. Flash- und Stun-Granaten. Absolute Katastrophe. Hier muss noch was gemacht werden. Bei einer Flash-Granate ist es tatsächlich so, dass du 5-6 Sekunden nichts mehr siehst. Und mit nichts mehr sehen meine ich nichts mehr sehen. Du hast einfach nur einen weißen Bildschirm. Könnt das jetzt einblenden, ist es aber Quatsch. Jeder kann sich einen weißen Bildschirm vorstellen, denn er ist von oben links bis unten rechts weiß. Und das für 4-5 Sekunden lang, wenn du geflasht bist. Das ist totaler Quatsch und komplett OP. Damit hat jeder Noob Zeit, dir erst die Hose auszuziehen, dir die Schuhe frisch zu binden und dir dann einen Headshot zu verteilen. Das passt nicht. Und bei den Stun-Granaten ist es genau dasselbe. Du bist 5-6 Sekunden nicht in der Lage, dich zu bewegen. Du drehst dich nach links und das dauert ungefähr eine Stunde, bis du dich einmal um 180 Grad gedreht hast. Das ist absolut OP. Da müssen wir irgendwie auf 2 Sekunden runtergehen, denn alles andere ist Quatsch. Jetzt kann natürlich einer kommen, nö, das ist aber realistisch. Ja, das ist realistisch. Das stimmt. Aber bei allen anderen Punkten verzichten wir auch auf Realismus und spielen ein Arcade-Spiel. Also sollten wir es auch tun, wenn es um Flash-Granaten und Stun-Granaten geht, weil dann ergibt es ein rundes Bild. Punkt Nummer 3 der Negativpunkte, gleichzeitig auch mein letzter, ist die Map-Rotation. Der Algorithmus, der da hinten dran steckt, stimmt noch nicht und kann einfach nicht stimmen. Wie gesagt, ich spiele jeden Tag 4-5 Stunden abends bis spät in die Nacht, wenn meine Familie pennt. Und es gibt Abende, an denen ich verschiedene Maps kein einziges Mal im Voting sehe. Kein einziges Mal. Also wir reden nicht davon, dass sie nicht gewotet wird, sondern sie erscheint gar nicht erst zum Voting. Gerade gestern hatten wir es so, dass wir den ganzen Abend kein einziges Mal Wasteland in der Rotation gesehen haben. Und wir haben gestern 6 Stunden gespielt. 6 Stunden lang konnte man kein einziges Mal die Map Wasteland auswählen. Ich bin jetzt nicht unbedingt traurig darüber. Ich sage jetzt nicht, dass Wasteland die Mega-Map ist, aber das trifft ja auf alle Maps zu, diese Rotation. Und wenn eine Map 6 Stunden nicht in der Rotation erscheint, dann kann irgendwas nicht stimmen. Dann muss dieser Algorithmus verfeinert werden. Denn andersrum ist es so, dass wir 3-mal hintereinander Scrapyard gespielt haben. Geile Map, aber das ist es ja auch nicht, ne? Von daher, die Map-Rotation, da scheint irgendwas noch absolut nicht zu stimmen. Ich weiß nicht, ob du diese Erfahrung mit mir teilst. Schreib es gerne in die Kommentare. Das muss verändert werden, meiner Meinung nach. Und das ist es auch schon mit den Negativpunkten. Wie gesagt, wir reden hier nur über meine subjektive Meinung. Fazit. Das Spiel ist mega. Das Einzige, was mich davon abhält, zu sagen, kauft es euch, ist der Preis. Weil, wie gesagt, das ist für mich moralisch nicht zu vereinbaren, dass ein Remake 70 Euro kostet. Meine ich den 70 Euro hinterher? Nein, weil mir das Spiel unglaublich viel Spaß macht und für Spaß ist man natürlich bereit zu zahlen, aber wenn man es genau nimmt, hätte ich ja auch das Spiel von vor ein paar Jahren spielen können, nur halt eben alleine und nicht mit meinen Mates, ihr wisst, was ich meine. Da geht es einfach ums Prinzip, aber ansonsten absoluter Banger das Spiel, meiner Meinung nach komplett der Sucht verfallen.
Geht da rein, ballert mit uns. Wenn ihr übrigens Mitspieler sucht, könnt ihr euch gerne bei uns auf dem Discord melden. discord.gg/saxs ist auch in der Videobeschreibung vermerkt. Dort könnt ihr Spieler suchen, Spieler finden. Dort gibt es extra einen Bot, wo ihr sagen könnt, ihr sucht 2 Mitspieler, 3 Mitspieler und der pinkt automatisch alle, die an COD interessiert sind. Und aber auch viele, viele andere Spiele wie Valorant, Apex, keine Ahnung, was es alles so gibt. Könnt ihr dort Mates suchen. Das heißt, kommt gerne da rein, tauscht euch mit anderen aus, lernt Leute kennen und vielleicht euer neues Dream Squad für die Zukunft. Also, ich danke dir ganz herzlich, dass du dir dieses Video angeschaut hast. Das ist meine persönliche Meinung. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen weiterhelfen. Wenn es so ist und auch wenn es nicht so ist, lass mal einen Daumen nach oben da, einen Kommentar, wie deine Sicht der Dinge zu den genannten Punkten ist und natürlich gerne auch ein Abo, damit du keines der neuen Videos mehr verpasst. Das würde mir als Content Creator auf YouTube in den Startlöchern riesig helfen. 10 Likes auf dieses Video wären absoluter Banger. Danke dafür im Voraus und bis zum nächsten Mal. Reingehauen.